Wirtschaftskrise. Was heißt das und was hat die Krise mit einer Wirtschaft zu tun? Das wollen wir euch anhand der letzten großen Weltwirtschaftskrise vom Jahr 2008 erklären. Das sind Wilma und Max. Das ist ein schönes Haus. Das ist eine Bank. Wilma und Max wollen sich dieses Haus kaufen und gehen zur Bank. Die Bank leiht ihnen das Geld, ohne zu überprüfen, ob Max und Wilma überhaupt genug Geld haben. Die Bank leiht sehr gerne Geld, da sie damit ohne großes Risiko ihr Geld verdienen kann. Sie können sich also nun das Haus kaufen. So, nun sind da aber noch andere Personen, die das Haus ebenfalls kaufen wollen. Der Preis des Hauses steigt also. Da der Wert des Hauses gestiegen ist, nehmen Wilma und Max einen weiteren Kredit auf, obwohl sie sich den eigentlich gar nicht leisten können. Aber die Bank gibt gerne neue Kredite. Nach einiger Zeit können Max und Wilma den Kredit nicht mehr bezahlen. Man sagt, sie sind insolvent. Alle noch dabei? Jetzt wird's erst recht kompliziert. Die Bank überprüft eigentlich kaum, an wen sie Kredite vergibt, da sie diese gut weiterverkaufen kann. Das geht so. Das sind verschiedene Verträge der Bank mit anderen Hausbesitzern. Diese werden in eine theoretische Kiste gepackt. Dazu gibt die Bank noch weitere Dinge mit rein, wie Kreditkartenverträge, Studentendarlehen und so weiter. Das ist eine Investmentbank. Die Bank verkauft nun die Kiste, im Fachjargon nennt man sie CDO, weiter an diese Investmentbank. Das Ding mit den CDOs ist doch recht kompliziert. Wir lassen deshalb den Chef Koch das Ganze nochmals an einem Beispiel aus seiner Küche erklären. Ich bin Koch, es ist Sonntagnachmittag und ich erstelle das Menü für ein großes Restaurant. Ich habe meinen Fisch am Freitag bestellt. Er ist die Hypothekenanleihe, gegen die Michael Burry wettet. Aber ein Teil des frischen Fisches verkauft sich nicht. Vielleicht, weil gerade rausgekommen ist, dass der Heilboot so intelligent wie ein Delfin ist. Also, was mache ich jetzt? Soll ich den ganzen unverkauften Fisch, die BBB-Stufe meiner Anleihe, in den Müll werfen und Geld verlieren? Niemals. Ich bin ein gerissener Koch von zweifelhafter Moral. Ich mache aus den minderwertigen Teilen der Anleihe, die sich nicht verhökern lassen, einen Fischeintopf. Alles klar? Das ist ja kein alter Fisch. Das ist ganz was Neues. Und das Beste daran ist, die Leute essen 3 Tage alten Heilbutt. Das ist ein CDO. Nun gibt es sogenannte Bewertungsfirmen, also wie Lehrpersonen, die einfach nur Noten verteilen. Die Investmentbanker und die Bewerterfirmen sind Bros! Das heißt, sie helfen einander. Die Bewerter bewerten die verschiedenen Kiste alle mit AAA, das heißt eine 6. Obwohl, du siehst das an den verschiedenen Farben der Verträge, es nicht alles gute Verträge sind, sondern auch alte, stinkige Fischsuppe mit dabei ist. Zum Beispiel mit Max und Wilma, die eigentlich gar nicht mehr bezahlen können. Aber niemand merkt's, weil die alte, stinkende Fischsuppe mit Kaviar und Lachs verpackt ist. Da diese Kisten nun alle das beste Rating haben, kaufen Leute von der ganzen Welt diese Kisten, ohne von der stinkenden Fischsuppe zu wissen. Für die Bros, die Investmentbank und die Ratingfirmen ist das ein gutes Geschäft. Sie denken sich, warum soll ich viel teuren Fisch in die Kiste packen, wenn die Leute sie auch kaufen, wenn ich viel billige stinkige Fischsuppe reinpacke. Die Banken machen also weiter so und verpacken nur noch stinkige Fischsuppe in die Kisten. Dass dies nicht funktionieren kann, hast du wohl noch auch verstanden. Aber das Zeug verkauft sich und die Banker machen riesige Gewinne. Und plötzlich geschieht's. Zuerst beginnt es mit einigen Leuten wie Wilma und Max, welche nicht mehr bezahlen. Ihre Häuser stehen zum Verkauf. Damit sinkt der Wert von Häusern und dann haben die Banken ein Problem. Sie haben Max und Wilma für ihr Haus beispielsweise 500.000 Dollar gegeben. Es ist aber nur noch 300.000 wert. Max und Wilma müssen also nicht nur das Haus an die Bank zurückgeben, sondern auch noch 200.000 an die Bank bezahlen. Das können sie aber nicht, denn sie sind ja insolvent. Immer mehr Leuten passiert dasselbe wie Max und Wilma. Die ganzen Kisten voll von Fischsuppe, das heißt der CDO, wird wertlos und das ganze System bricht in sich zusammen. Die Banken haben den ganzen Keller voller Fischsuppe und kaum mehr Geld und können dann auch keine Kredite mehr vergeben. Das heißt, sie funktionieren eigentlich nicht mehr. Da diese Kisten nun auf der ganzen Welt zu finden sind, entwickelt sich dieses Problem zu einer Weltwirtschaftskrise.